Zuschauer, wir sind auch im Auftakt der klassischen Musik unterwegs. Viele wussten das noch gar nicht. Racine zu Gast heute Morgen. Ein absolutes Ausnahmetalent. Wer David Garrett kennt, weiß ungefähr, was gemeint ist. Ihr kennt euch sogar, David Garrett und du, als Kinder? Ne, habt genau, ihr zusammen, als Kinder. Ja, ja. Sandkassenfreunde, kann man sagen. Und dein Vater ist schuld, dass David Garrett überhaupt spielen gelernt hat, richtig? Ja, das kann man so sagen. Also er hat seinen ersten Unterricht von meinem Vater bekommen, das stimmt. So, ja. Jetzt spielst du natürlich Geige, aber eben ganz besonders gut. Das heißt, wann hast du denn angefangen damit? Ich habe mit 3 angefangen, also ziemlich früh. Mit 3 entscheidet man sich ja nicht selbst, das Kind sagt, hier, ich will gerne Geige. Wie war das mit 3? So ein Riesengerät wahrscheinlich? Nee. Oder? Also es liegt eigentlich in der Familie. Bei mir in der Familie sind alle Musiker. Mhm. Mein Vater ist auch ein großartiger Musiker, spielt auch Violine. Und ihr sagt Violine, ne? Geige ist eigentlich schon wieder Geige, falsch, Violine, ne? Ja, der Fachausdruck ist eigentlich Violine, man kann aber auch Geige sagen. Du könntest aber auch Porsche dazu sagen, ne? Ja, könnte ich auch. Ja, es ist sozusagen der Porsche unter den Geigen, genau, die du jetzt hast im Speziellen. Genau, ja? Ja. Ich habe mir immer vorgestellt, wir haben nämlich gerade schon ein bisschen gesprochen, da hat man als Geiger so eine, mit der schrummelt man so rum und dann übt man und die andere, die ist zum an die Wand hauen, wenn man keine Lust mehr hat. Aber es ist anders bei dir, ne? Ja, genau. Also ich habe nur die eine Geige und mit der bin ich zusammengewachsen und das schon seit mehreren Jahren. Und okay. Mit der fühle ich mich ganz wohl, ja. Das Tolle ist, du spielst eben nicht nur klassische Musik, sondern auch eine ganz eigene Variante von Musik. Gestern bist du auch aufgetreten bei der Victress Gala. Wir gucken da mal rein. Konntest auch nur 2 Stunden schlafen deswegen. Was man da deutlich sieht, du bist natürlich vertieft in die Musik und schaust da rein. Du siehst gar nicht, wie die Leute mit offenem Mund da sitzen, ne? Nein. So. Und staunen. Kriegst du irgendwas mit vom Publikum oder bist du völlig eingetaucht? Nicht wirklich. Also wenn ich anfange zu spielen, dann gehe ich total in die Musik rein und das sind nur Emotionen und ich konzentriere mich voll auf die Musik. Da gab es wahrscheinlich keine Leute, die kritisch gekommen sind und gesagt haben, sag mal Mädchen, was machst du da? Denn wenn man sich das hier anguckt, da könnte ich mir vorstellen, dass die klassischen Musikfans meinen, jetzt spielt sie hier Michael Jackson Songs. Was sind denn Reaktionen auf dieses Album zum Beispiel? Ganz neu, A Tribute to Michael Jackson, das von dir jetzt rausgekommen genau, ist. Genau, genau. Also ich habe bis jetzt nur positive Argumente und Kommentare dazu bekommen. Und wir schließen uns da mal an, denn wir haben vorhin schon Smooth Criminal gehört. Jetzt hören wir einen weiteren Song. Welchen spielst du uns denn jetzt? Beat It. Beat It. Ja. Dann gehen wir mal zu unserer Auftrittsfläche, liebe Zuschauer. Racine mit Beat It. Sie müssen sich natürlich vorstellen, da singt keiner jetzt, sondern all das, was gesungen wird, spielst du und aber alle anderen Sachen auch noch gleichzeitig mit, sozusagen. Genau. So. Viel Spaß mit Racine und Beat It. Danke. Okay.